Es geht wieder Wirbelbahn. Go vacation auf der Switch. Okay, das System Update ist immer noch da, aber egal. Mache ich später nach dem Party. Und damit holt's am neuen Part von Switch Go Vacation. Heute dachte ich mir, kümmern wir uns mal um eine Sache, die ich im Vital auch schon gemacht habe, und zwar auf die Dächer. Wie komme ich auf die Dächer von den einzelnen Villen? Ich zeige euch das alles mal hier Step by Step. Wenn ich dran denke, mache ich Timestamps in die Beschreibung. Und dann könnt ihr das abchecken. Wir fangen an mit dem ganz normalen Blockhaus. Ich mache alles jetzt in der ersten grünen Farbe. Ihr könnt es ja an jeder machen. Aber hier seht ihr schon mal, das geht. Oder ich mache meine Cam in die Ecke wieder. Ich glaube, das ist am besten. So. Erste Haus, Blockhaus. Da müssen wir über ein Holzbrett vorne gehen. So, ich habe die Bilder leer gemacht. Und jetzt müssen wir nur zum Villengelände zurück. Also ich werde jetzt die vielleicht so aufschreiben. Dass wir das vielleicht so haben. Warte, jetzt kann ich eigentlich immer kurz mitschreiben, wann eben der Timestamp ist. Mach mich hier einmal so. Ich habe leider keinen richtigen Stift, aber gut. So. Let's go. Um auf Sache von dem Blocker zu kommen, einfach hier hochlaufen. Der Tipp ist ja immer, dass man hier ZL drückt, dann geht man ein bisschen langsamer. Dann kann man hier drauf springen und schuppdiwupp hier hochklettern und schuppdiwupp hier hochklettern. Und man kann dann auch auf diesen Dödel hier springen. Das schaffe ich leider viel zu selten, obwohl es gar nicht so schwer ist. Ich bin da manchmal ein bisschen zu blöd, um ehrlich zu sein. Wo ist das Teil jetzt ungefähr? Upsala, hier. Aber First Try, immerhin. Unglaublich. Das war's von dem Blockhaus. Und kommt das Schiff, sehr schön. So, machen wir gleich das nächste. Ich will nur kurz schauen, ob ich ein Stiftchen habe. Das konnte ich mir gleich beschreiben, die Zeiten. Geht der Stift hier? Also ich mache das nicht mehr so ganz gecuttet wie im letzten Part. Nicht im letzten Part, sondern wie im letzten Projekt damals im Vital. Aber das passt trotzdem, denke ich. So, das Blockhaus. So, da kommt das nächste. Ne? Das nächste ist. Ups, vielleicht drücken wir die falschen Tasten. So, das nächste ist. Gehen wir hier wieder rüber. Nächstes ist das zweite südeuropäisch. Da seht ihr hier an der Seite. Müssen wir hier hochklettern. Über diese Stufen. So, Villengelände zurück. Yes. Südeuropäisch. Okay, schreibe ich mir mal so auf. Dann denke ich, kann ich das die Beschreibung später leichter machen. Ne? So. Das sind ja einige Villentypen und ich zeige euch gerne alle. Aber gut. So, dann haben wir jetzt hier. Laber nicht. Okay. So, wir müssen hier beim südeuropäischen Villentyp erstmal aufs Dächlein gehen. Also erstmal ins Häuslein gehen, um aufs Dächlein zu kommen. So rum. Einmal hier und dazu müssen wir auf die Seite hier, weil da Stufen sind. So, nicht zu stark. Immer erst aufs Geländer springen und dann vorsichtig runtergehen, weil das könnte gefährlich sein. Denn auf dieser Seite hier gibt es Stufen. Und hier immer schön die Wand mehr oder weniger küssen, also sehr an der Wand hier entlang laufen. Und dann könnt ihr hier hochklettern, wenn ihr euch schlau anstellt. Okay, mach's nochmal. Okay, bisschen vorsichtiger sein. So, so. So. Und so hier drauf. Genau. Perfekt. So geht das. Und dann kann man auch noch drauf springen. Auf diesen Kamin. So ist das. Mit dem südeuropäischen Typ. So, dann machen wir den nächsten gleich auch noch. Bin vielleicht ein längerer Part, aber ist okay. Ich bin in solchen. In der Vocation finde ich so. Diesen radikal gecutteten Part bin ich kein Fan mehr davon. Will ich nicht mehr so sehr machen. So, wir machen hier. Ich darf nicht mal auf Möblieren gehen. Ich muss immer auf Menü und auf Umbau. Okay. Irgendwann merke ich es mir wahrscheinlich. So. Das nächste ist ländlich, okay? Ländlich, warte, ich wollte noch kurz beim Südeuropäisch was schauen, ob es auf der anderen Seite auch diese Stufen gibt. Ne, die gibt es nur auf einer Seite, okay. Ländlich, das geht über diese Leitern, die hier stehen.
Aber gut, zeige ich euch. So. Villengelände. Yes. So, ländlich ist der next one. Ist eigentlich ein ziemlich einfaches. Eine ziemlich einfache Sache, um da aufs Dach zu kommen. Ich denke, das wird auch jeder von sich aus schon rausfinden. Ich meine, das Südeuropäische, das ist dann ein bisschen schwieriger, sag ich mal. Weil. Ja, keine Ahnung. Da, das ist ein bisschen versteckter. Das hier ist jetzt nicht einfach. Ich meine, man sieht hier solche Leitern und da geht man einfach hoch. Die sind jetzt so direkt vorne bzw. seitlich dran. Also die zu übersehen ist schon eigentlich eine Kunst. So, ich will den Sprung noch treffen und dann haben wir das. Hier gibt es sonst nichts zum Durchspringen. Ich weiß gerade gar nicht. Doch, hier gibt es noch einen großen Schornstein. Darauf kann man natürlich auch noch springen hier. So ist das. Genau. Yay. Dann ab zum nächsten, würde ich gleich sagen. War ja ziemlich fix und ziemlich einfach. Dann schauen wir gleich mal, ob das nächste auch hinhaut. Das nächste ist... Was ist denn das nächste? Ich kann da die Reihenfolge nicht auswendig... Next one haben wir. Ich versuche mal das richtig zu machen. So. Nächstes ist mediterran. Dazu muss man genau vorne hochlaufen und dann da hochspringen. Das ist ziemlich tricky. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Okay, Villengelände. Let's go. Mediterran. Schauen wir mal, wie gut wir das hinkriegen, aber ist nicht so schwer. Wenn man weiß, wie es geht, ist alles nicht einfach, muss man wirklich sagen. Aber ich finde es ziemlich interessante Villa. So, let's go. So, mediterran, hier rup, und hier hochgelaufen. Also, es geht auf der rechten Seite genauso, also das müssen wir nicht auf einer Seite machen, es geht auf beiden gleich. Dann hier geht es auch auf beiden Seiten weiter. Also man kann dann wirklich weiter springen. Man kann auch hier hochspringen, glaube ich, ne? Dann ist es einfacher, der Sprung herüber. Man könnte es auch von unten machen, aber wenn man von oben springt, dann ist es einfacher, finde ich. Und damit ist man hier auch schon drauf. Hier hoch kommt man nicht alleine. Dazu muss man Two-Player sein. Also oder ihr wisst irgendwie was, aber hier kommt man nicht alleine drauf. Da muss man schon zwei Spieler sein. Wenn ein Spieler hier steht, dann kann er sich hier unten ungefähr auf den Kopf stellen und der andere dann drauf springen. Aber als Singlespieler geht das hier eben nicht. Als Singleplayer. Und naja, aber ist trotzdem hier schön oben, ne? Yeah. Next one. Und wenn die Timestamps irgendwie stimmen in der Beschreibung, dann sagt mir auch Bescheid, dann ändere ich die. Weil manchmal verwechsel ich da immer irgendwas. Und das passiert schneller und ungewollter, als man denkt. So, ding, ding, ding. Nächste ist nordeuropäisch. Und bei der läuft man hoch... Weiß ich gut gar nicht. Nordeuropäisch. Ah ja, vorne. Ah ne, einmal außenrum, ne? Das ist die. Oh, die ist wirklich schwer. Ja, die ist einmal außenrum. Nordeuropäisch. Okay. Ich glaube, das ist die. Nordeuropäisch. Das müsste die einmal außenrum sein. Die ist echt nicht so einfach. Muss ich wirklich sagen. Naja, schauen wir mal. Ob wir es hinkriegen. So, let's go. So, nordeuropäisch, wir gehen hinein. Um aufs Dach zu kommen, müssen wir hier einmal... Ich mach's immer auf der Seite, ist egal, auf welcher man es macht, glaube ich. Ich denke, da gibt's keinen Unterschied. Ich glaube, ich hab's sogar schon auf der anderen Seite gemacht. Es ist tatsächlich nicht ganz einfach, man kann hier lang gehen. Da kommen ja diese leeren Blumenkästen, da kann man durchspringen.
Und dann sind wir hier oben und können hier oben dann hier hochspringen. Und von hier aus sind wir dann auch auf dem Dach schon. Also es ist ziemlich tricky. Es ist schwieriger als die anderen meisten. Auf jeden Fall. Ich weiß auch gar nicht, ob man hier rüberkommt. Ich glaube, hier kommt man nicht hoch, ne. Außer man kann dagegen springen. Das weiß ich gerade gar nicht. Ne, da braucht man wahrscheinlich auch zwei Spieler, um da hochzukommen. Als Singleplayer ist es ein bisschen schwer. Wenn ihr was anderes wisst, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Bin sehr gespannt, wenn ihr jemand sagt, ja, da kommt man doch auch alleine drauf. Und dann schickt mir am besten ein Video oder so. Am besten auf Discord oder auf Insta oder wo auch immer, wo ihr wollt. Probiert es gerne mal aus, auf jeden Fall. Aber ja, so weit, so gut, würde ich sagen. Dann kann ich es auch mal ausprobieren im nächsten Part oder so. Aber ich glaube, hier kommt man sonst nirgendwo alleine hoch. Genau. Dann ab zum nächsten, ne? So, next one. So, ja, der Part wird wahrscheinlich auch irgendwie 40 Minuten werden oder so, aber ich denke, das ist okay. Wenn ich ihn geschnitten schneiden würde, wäre er viel kürzer, aber dann könnte ich auch nicht so offen und so entspannt reden, ne? Wenn ich einfach nur cutten würde, dann wäre ich die Hälfte der Aufnahme einfach ruhig. So, zweite Reihe, Mädchenhaft. Wie das geht. Ah ja, hier über die Blumenkästen hier hoch. Auf der einen Seite. Ich will nur kurz schauen. Hier gibt es auf der anderen Seite auch. Ja, kann man auch außen rum gehen. Also da gehen beide Seiten. Okay, bei Mädchenhaft, da muss ich die Blumenkästen hoch. Genau. Villengelände. Yes. Mädchenhaft. Mädchenhaft. So, schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Du, 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 du. So. Mädchenhaft. Wir gehen in die Wälder rein. Gehen hoch. Und der Hund läuft immer gegen das Bild, jedes Mal, ne? Und hier sind diese Blumenkästen. Die sind nur auf jeder Seite, auf der anderen Seite gibt es keine Blumenkästen. Das heißt, wir müssen über diese hier laufen. Einmal hier drauf, einmal hier drauf, ganz vorsichtig. Man kann es natürlich auch schneller machen, aber vorsichtiger ist es. Meistens besser, weil man da seltener runterfällt und hier springt man einfach hier hoch. So, und dann ist man hier schon da oben. Hier hoch kommt man alleine nicht. Müsste man im Multiplayer versuchen, ob das funktioniert. Aber die beiden hier sind im für den Singleplayer zu hoch auf jeden Fall. Da kommt man nicht alleine hoch, würde ich sagen. Muss ich trotzdem hier vorne hinstellen. Was eigentlich ganz cool ist. Yeah. Yes. Schauen wir mal. Ja, die nächste Villa steht dann. Welche Villa ist nun dran? Das hat sich ein bisschen gereimt, ne? War nicht das beste Rhyme, aber war lustig auf jeden Fall. So. Checken wir das schnell ab. Umbau, Ding, Ding, Ding. Fachwerk. Fachwerk, yes, ja. Fachwerk, ah, ich muss zurück zum Wählen drücken. So, mein Handy vibriert die ganze Zeit, was ist los? Auch noch ein bisschen. So, da kann ich noch schnell ein Snapchen machen. Ich meine, das mache ich normalerweise nicht auf Stream, aber folgt mir auf Snapchat. Ich heiße Marius99 mit 3A. Und ja, das könnte ich eigentlich. Mein tolles Snaps von meiner Flasche oder von, ja, von Google Cache eher weniger. Aber wir machen ein paar Snaps. So, ich verschicke den mal kurz, weil ihr kennt es ja mit den Flammen. Ihr könnt mal schreiben in die Kommentare, seid ihr auch auf Snapchat? Und ja, ich will die Flammen immer nicht sterben lassen, so. Das ist so ein bisschen so eine kleine Sucht bei mir. Oh gut, ich habe mit manchen Leuten auch über 1000, also das ist dann schon ziemlich krass. Ich habe bei dem meisten, also mit der Person mit dem meisten habe ich sogar schon. Wie viel habe ich da? Ich finde es gerade nicht hier. 1281, das ist ziemlich viel. Aber gut. Okay. Dann schauen wir mal. Fachwerk. Let's go. Wir gehen hier rein. Ich
Wir müssen dazu auch oben außen rum gehen, soweit ich das weiß. Boah, ich bin mir gerade gar nicht so genau sicher. Aber ich denke, wir müssen aber außen rum gehen. Sieht aber ganz so aus, ne? Jo, genau, und da sind diese Fässer, die man eben dann hochklettert oder hochspringt und dann hier auf diesen Holzpfahl und dann hier hoch. Der Sprung ist nicht ganz einfach, denn man kann ja sehr schnell runterfliegen. Aber wir sprinten aber wieder hoch. Dann passt das schon, ne? Machen wir mal die andere Seite. Ich weiß nicht, ob die besser oder schlechter ist. Kommt man überhaupt genauso rein? Kann ich euch für euch auch gleich mal testen. Ja, man kommt auch rein. Ja, das ist, geht auf der anderen Seite genauso. So. Und so. Und so. Da drüben ist auch genauso ein Pfahl wie hier. Kann man hier nicht einfach hier hochspringen? Wieso springt er die ganze Zeit weiter? Was ist das? I don't know. Was ist das? Der möchte nicht kurz springen. Wir probieren es nochmal. Aber ihr wisst ja schon, wie es jetzt geht, ne? So. Auf ein neues. So. Versuchen wir es jetzt aber. Ich glaube, man kann einfach hochspringen, ne? Ja, okay, man kann ja einfach direkt hochspringen. Nicht so schwer. Oh, warte, das schaffe ich besser. Nein! Ich schaffe den Sprung noch locker. Wieso bin ich gerade so blöd? So ist es nochmal. Ich springe echt immer zu weit. Okay, versuche mal ein bisschen früher abzuspringen. So, okay. Bin ich hier drauf? Eigentlich sollte man auch aufs andere drauf springen können. Ja. Hey, hey, Vicky, Alter, ich bin echt super drauf. Ich schaff das ja gar nicht. Nein, ich war gerade drauf und bin runtergefallen. Okay. Die Timesteps sind ja nicht umsonst in der Beschreibung. Also für alle, die es gerade nicht sehen wollen, wie ich hier, mich hier hochblage, die können gerne zum nächsten Timestamp springen. Nein, ich springe immer zu weit. Okay, ich darf nichts zu weit lenken im Sprung. Das springt doch immer so extra weit. Ja, das war jetzt so kurz. Aber an sich schaffe ich es ganz gut jetzt hier. Also man kann wirklich von hier oben springen. Man muss da gar nicht Anlauf nehmen, wirklich. Aber wenn man ein bisschen Anlauf nimmt, ist man schon zu weit. Wo schafft man schon direkt da drauf? Das könnte ich auch mal probieren. Könnte man vielleicht schaffen. Wenn ich ein bisschen später springe. Ja, es geht, es geht. Das wusste ich nicht. Okay, sogar wahrscheinlich noch einfacher als über den anderen Sprung. Aber cool, man kann ja auch hochspringen. Genau. Perfekt, endlich. Yay. Ich will nicht winken, ich will mich freuen. Freu. So, hat es ein bisschen länger gedauert als bei den anderen. Aber gut, passiert auch mal. Passiert auch mal. Also jedenfalls ein bisschen am schwersten, ehrlich gesagt. Es gibt's noch schwerere? Ich weiß es gar nicht. Ja, gut, der. Es gibt noch ein paar knifflige. Also das Ding ist nicht ganz einfach, das Grusel. Aber gut, wir kommen jetzt erstmal zum nächsten. Im nächsten haben wir Asien. Bei Asien geht man aus dem Fenster und dann vorne rum nach oben. Asien. Oder asiatisch heißt es, glaube ich, oder? Asiatisch. So. Kriegen wir das jetzt hin? Ein bisschen besser? Ich denke schon, weil gerade habe ich echt blöd angestellt, aber ich glaube, diesmal wird es besser. Ja, alles gut. So,
Asiatisch. Wir gehen hier rein. Findest du hübsch? Oder sogar in der asiatischen Villa hängt ein Bild von der Royalen. Perfekt. Habe ich letzten Part gemacht. So, wir gehen hier mal rein. Springen hier rüber. Also das ist ziemlich ähnlich wie bei der, wie beim, bei der orientalischen. Ist orientalischen? Ich glaube schon. Ich glaube, ein Hund stuckt in der Tür unten fest. Aber gut, hier kommt man hier hoch. Und mehr gibt es hier oben auch nicht. Irgendwelche Schornsteine zum Bespringen oder so gibt es ja gar nicht. Aber gut, das war's für die. Die ging ja eigentlich ganz fix, würde ich sagen, ne? So, die nächste. Schauen wir uns dann auch noch an. Das ist, na, fast bei der Hälfte. Wir sind bei 20 Minuten schon. Ich muss ein bisschen beeilen. Krass, so lange. Aber gut, ich mache das in einem Part, dann ist halt ein bisschen länger. Ich denke, ihr habt nichts dagegen, wenn der Part ein bisschen länger ist. Ich denke mal, das ist in Ordnung. So, Umbau. Dück, dück, dück. Wir sind jetzt hier südamerikanisch. Dazu muss man auf der linken Seite, also wenn er reinkommt, auf der rechten Seite, da hochklettern. Über diese Planken oder was es ist. Finde ich ein bisschen schwierig. Also ich finde, es gehört zu den schwierigen dazu, denke ich mal. Aber schauen wir mal. Wie hieß es jetzt orientalisch? Nee, wie hieß es gerade? Ich glaube, das war jetzt orientalisch. So, gehen wir da mal rein. Nach oben. Der Hund läuft immer gegen das Bild. Ich frage mich einfach gar nicht mehr jetzt. So, hier hochspringen. Schön langsam hier runter. Hier hochlaufen. Die Planke ist ziemlich schmal, muss man ganz ehrlich sagen. Also man kann ja hochrennen, aber es macht jetzt nicht unbedingt viel Sinn. Hier kommt man hoch. Und jetzt kommt noch der zweite Step, der etwas schwieriger ist. Bisschen. Es ist schon ein bisschen hier so sandig, ne? Weil man die Fußabdrücke sieht. Okay, man sollte es lieber ein bisschen hier von vorne machen, dass man eben nicht unbedingt runterfällt. Oder zu weit springt. Das ist ja auch blöd. Heieiei, es ist gar nicht so einfach, finde ich. Also ich habe hier Probleme mit. Zum Glück fliegt man hier nicht so weit runter. Das heißt, man kann das dann nochmal alles machen. Also man muss nicht nochmal alles machen, sondern kann hier aber weitermachen. Und nochmal versuchen. Ich weiß nicht, warum ich mich hier so anstelle. Der springt immer so ein bisschen weiter nach links, ne? Okay, ruhig, ruhig, ruhig. So, und wir sind oben. Nice. Wir könnten das versuchen, hier hochzuspringen, aber ich glaube, das geht nicht. Nee, es geht auch nur mit einer zweiten Person. Und hier auch mit der zweiten Person. Genau. Hier geht es dann hier noch runter. Und ja, genau, das ist dieses Haus. Ja, ihr seht ja, wie das genau heißt. Ich bin mir gerade gar nicht genau sicher, aber gut. Schau, wie hieß es jetzt? Hieß es orientalisch? Boah, ich bin gerade echt ein bisschen verwirrt. Oder, nee, oder was war denn das jetzt nochmal? Oder war orientalisch nicht das andere? Dass man im Cäsar bekommt? Ich bin gerade verwirrt, wie die alle heißen. Dass es südamerikanisch ist, das ist es nicht orientalisch. Anders orientalisch, das ist südamerikanisch. Südamerikanisch. Also quasi von so Argentinien und Co. Dann gehen wir jetzt mal zum Modernen. Muss man hier über diese Treppen, die hier innen sind, auf beiden Seiten, in die Mitte gehen, dann in der Mitte hochgehen. Finde ich ein bisschen auffällig, die Treppen, aber gut. Modern. Gut, aber ich ist voll verwirrt. Das war südamerikanisch, klar. Das Orientalische ist schon das, was ich meinte mit dem, was so ähnlich ist wie asiatisch. Genau. Also von der Art, wie man aufs Dach kommt. Und
So. So, beim modernen, da können wir links oder rechts nehmen, ist ganz egal. Wir gehen hier zu diesen Treppen. Hier, die sind noch versteckt, finde ich. Die anderen sind sehr, sehr auffällig. Upsala. Nicht nochmal runterfliegen. So. Die sind nämlich einfach hier. Auch in beide Richtungen. Kann man eigentlich schwer übersehen. Und hier ist so ein flaches Dach. Nicht das spannendste Dach auf jeden Fall, aber ich finde, die Villa sieht eigentlich ganz okay aus. Geht voll klar. Dann gehen wir zur nächsten gleich. Würde ich sagen, wenn wir bei den anderen schon so lange Zeit brauchen, dann können wir das bei denen, bei den einfachen hier ein bisschen rushen. So, was haben wir jetzt noch alles, was ich euch zeigen möchte? Wie man aufs Dach kommt, haben wir ja nur noch jetzt eine, oder ich glaube noch 6 von uns. Von 15. So, Umbau. Pio, pio, pio. Ne, nur noch 5. Okay. Hier ist orientalisch, das meinte ich. Das ist sehr, sehr ähnlich wie Asien. Das heißt eigentlich nur Asien einfach, okay. Das wusste ich nicht. Ich dachte, das heißt asiatisch. Das heißt einfach nur Asien. Hieß es früher im B-Teil nicht asiatisch? Okay, anscheinend heißt es einfach nur Asien. Okay. Hier, das ist eigentlich ziemlich genauso, wie man aufs Dach kommt, wie hier. Aber außenrum. Ein bisschen schwieriger ist es hier beim orientalischen, finde ich. Aber ja. Geländer. Jetzt. Yes, ja. Jetzt kommt wirklich orientalisch. Orientalik. So. Orientalisch ist es nicht so. Ah, es ist schwieriger als Asien, aber es ist einfacher als jetzt gerade südamerikanisch oder sonst oder Fachwerk fand ich auch ein bisschen schwierig, aber gut. Vielleicht ist es auch nur bei mir so, dass ich da Probleme habe. So, egal welche Seite, wir gehen hier rüber. So. Hier mal außen rum. So, hier muss man nämlich erstmal hier außen rum gehen, um hier hochzuspringen. Und schon ist man oben. Also, es ist echt ziemlich einfach. Doch einfacher als ich dachte, ne? Aber gut. Hat ja doch ganz gut geklappt. Nicht? Okay. So, dann machen wir das nächste. Villa Pushta. Ja, das habe ich jetzt schon so ewig oft gelesen, diesen Tipp. Den kann ich auch nicht mehr sehen. Next one. Umzugskiste brauchen wir nicht, Umbau brauchen wir. Royal, die haben wir neu bekommen. Da müssen wir hier über diese Treppe nach oben gehen. Yes, Royal. Erstmal, da kriege ich jetzt echt Hunger auf einem Royal TS. Von McDonald's, ne? Oder auf die Musik-CD von Kool Savas und Sido und Royal Bunker. Oder das Lied Royal. Obwohl, das fand ich nie besonders gut, ehrlich gesagt. Von Lord. Royal. So, dann gehen wir mal auf das royale Dach von der royalen Villa. Die Türen sind auch schon sehr royal. Die Tür klingt jetzt nicht, aber das schon. So, schöne Kerzenleuchter. Und ja, hier geht es leicht hoch. Ganz einfach. Das Dach ist ganz okay. Hier könnte man, glaube ich, auch noch hochklettern. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Doch, ich kann das auch. Also mit Zubleier könnte man vielleicht sogar ganz hochklettern. Kann man hier eigentlich auch außen rum gehen? Um runterzufallen? Ich glaube nicht, nee, weil es ganz vorne ist, ne? Ja, das ist ganz vorne. Ja. Aber genau. Auf das Große kommt man auch nicht so gut drauf. Da braucht man vielleicht sogar mehr als zwei Spieler. Aber gut. Dann haben wir das auch geschafft. Ich glaube, wenn es hier weitergeht, dann fällt man runter, ne? Ja. Hallo! So, nach dem Royalen kommt.
Was kommt jetzt nach dem Royalen? Kommt jetzt schon das Horror? Oder wie heißt denn? Heißt es Horror? Oder gruselig? Ich glaube, es heißt sogar Horror. Nee, es kommt Horror kommt danach erst. Was heißt. Nee, Geisterhaus heißt, okay. Baumhaus, dazu muss man. Ich glaube auch außen rumgehen, ne? Ja, ah nee, hier über diese. Über das Tal hier vorbeigehen. Aber eigentlich könnte man doch da auch hochgehen. Das könnte ich mal ausprobieren. Okay. Aber Baumhaus müssen wir über diese Rampe gehen. Das Baumhaus kommt jetzt. Das Baumhaus habe ich echt nie großartig gemocht. Also ich fand es nicht so besonders, ich weiß nicht. Es sieht ganz nett aus, aber irgendwie war das nicht mein Lieblings. Mein Lieblingsvilla-Typ. Bin mir da nicht so sicher, was da die besten Villa-Typen sind. So, hier müssen wir erstmal hier hochklettern. Hier hochlaufen. Dann sehen wir hier schon diese Rampe, ne? Kommt man da drauf? Hm, ich glaube nicht mit einem Spieler. Das sieht nicht so aus, ob es gehen würde, ne? Ich würde es da schon mal sagen. Yay, aber ich will trotzdem mal probieren, kommt man von da vorne auch rauf? Nee, das ist zu hoch. Nee, das ist zu hoch. Da kommt man nicht hoch. Okay, gut zu wissen. Wollen wir ausprobiert haben, ob das da funktioniert. Mit zwei Spielern wird's gehen, alleine geht's nicht. So, der next one ist jetzt aber das Geisterhaus. Ich mach das Geisterhaus voll gerne. Nee, nicht möblieren, Stab, Umbau. Upsala, Geisterhaus ist hier. Dazu muss man hier hinten hochklettern. Über diese Felsen, mehr oder weniger. Aber ich mach das Geisterhaus voll gerne. So, und am Schluss kommt das UFO noch. Genau. Perfekt. So. Das Geisterhaus sieht jetzt am Tag nicht so besonders aus. Den Friedhof vor der Haustür weiß ich auch nicht, ob es den braucht, aber ich finde dieses Feeling hier so schön irgendwie. Mit diesen Kerzen hier oben auch drin. Oh, ich mach's. So. Klettern wir hier mal hoch. Ist nicht ganz einfach. Weil es so viele verschiedene Sachen sind. Man muss erstmal hier hoch, dann muss man hier hoch. Hat sich auch ziemlich leicht runterfallen hier. Aber dann hat man es auch schon. So. Und was ich in dieser Villa liebe, ist auch das hier. Das ist so cool. Ich sag's, glaube ich, immer wieder. Und ich werde auch, wenn ich das Projekt beende, dann auf dieser Villa hier oben. Wie auch den V-Teil. Ich liebe das einfach. Sonst hochkommen hier. Wahrscheinlich auch nur mit einer anderen Person. Man kann hier auf diese anderen Teile hier noch gehen. Wenn man das möchte. Ist nicht so viel, man kann eine Kerze sein, aber sonst ist das ja natürlich der allerbeste Platz hier oben. Hier oben. Genau. So ist das nämlich. Yay. Kommen wir jetzt zum Schluss noch zum UFO. Das UFO checken wir noch ab. Ich würde sagen, danach könnten wir noch kurz die Villen alle anschauen, wie sie halt so in verschiedenen Farben ausschauen. Einfach nur jetzt hier in dem Vorschaubild hier.
Können wir danach eigentlich noch machen. UFO machen wir zu guter Letzt noch. Dazu muss man hier außen rausklettern und dann nach oben laufen einfach. Ich glaube, das geht aber nur auf einer Seite. Oder geht es überall? Ne, das scheint überall zu gehen. Allen drei Seiten sogar. So. Das UFO hatte ich tatsächlich auch nicht so häufig. Aber ist okay. Es ist wirklich okay. Gab es immer diesen Mythos, dass wenn man das UFO im Villengelände aktiviert und man irgendwie im UFO ist, irgendwie mitgenommen wird, aber der Mythos, der wurde nie belegt. Also ich glaube, das funktioniert nicht. Ich habe schon versucht, aber ich habe es bisher nicht geschafft, leider. I don't know. Aber gut, schauen wir mal, ob wir erstmal aufs Dach kommen, ist erstmal das Erste. So, oder, upsala, die Treppe sollten wir schon schaffen. Das Coolste ist natürlich die Treppen und auch diese Wände hier alle, die sind schon echt cool. Ich weiß nicht, wo man jetzt hier raus kann, ich glaube in allen Seiten. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach, ne? So, okay, wir sind oben. Ja, ist es nicht zu spannend, tatsächlich hier oben zu sein. Also, ihr könnt mal kurz schauen, ob es an den anderen Seiten auch allen geht. Ja, geht auch. Und hier auf der anderen Seite muss es ja auch gehen. Voila. Und damit würde ich sagen, gehen wir nochmal zurück und schauen nochmal kurz die Sachen an, wie die ganzen Farben aussehen. Ich denke, das passt auch noch ein bisschen zu dem Part hier, weil wir uns an sich mit allen Villen beschäftigen. Und ja, machen wir das noch schnell. Und schauen wir mal. Guck mal, wir kommen da schon, ob ihr Bock hättet, irgendwie so auf Top-Listen, meine Lieblingsvillen oder so. Könnte man eigentlich mal machen, ne? So, dann schauen wir uns die noch kurz an, wie die ausschauen. So, das sind die ganzen hier. Also wenn ihr sagt, es geht so schnell, dann macht einfach kurz Pause, würde ich sagen. Oder macht die Geschwindigkeit langsamer. Machen wir jetzt noch innen. So sieht es innen aus. Ja, ganz nett. Aber ich denke, ihr, die ersten Villen, die habt ihr eh selber. Das ist unten noch. Ich denke, ich werde es ein bisschen schneller durchmachen. Sonst sind wir eh noch ewig dran. So. Ich denke, das passt schon so, wenn man hier einfach durchgeht. Ich meine, ihr könnt es euch ja im Ingame selber auch noch anschauen, so ist es ja nicht. Aber ich finde, das sieht ein bisschen aus wie eine Mädchenvilla. Finde ich lustig. Von der Farbe her. Dann haben wir noch die hier. Die Mädchenvilla. Wenn man die Farbe ändert, dann sieht es halt überhaupt nicht mehr mädchenhaft aus, finde ich. Nur weil es Blumen hat, ist es überhaupt nicht irgendwie mädchenhaft. So, die Rückseite haben wir noch nicht gemacht. Ist die Blume eigentlich auch anders? Ne, die Blumen bleiben gleich. So, das Fachwerk. Finde ich ziemlich cooles Fachwerk. Sieht schön aus. Weil manche Farbenkombinationen schon sehr, sehr komisch aussehen, ganz ehrlich. Obwohl es bei Asien aber auch so ist. Obwohl das Schwarze ziemlich hübsch, ne? Achso, jetzt habe ich die Innenräume nicht gezeigt, ne? Machen wir das noch kurz.
Und unten noch. Hier sieht es so noch aus. Also da ändert sich wirklich nicht viel. Innen dafür ein bisschen was. Da sind wir schon bei der letzten Reihe. Ist auch nicht so besonders, weil sich halt wirklich nur ein bisschen was im Haus ändert. Innen halt die komplette Tapete. Bei der Burg ändert sich da schon mehr. Wenn ihr Fragen habt, wie man die meisten Sachen kriegt, ich kann euch sagen, die meisten Sachen kriegt man über diese täglichen Anmeldungen. Also diese täglichen Sachen. Und ihr könnt dafür auch immer einen Tag vorstellen. Also ihr könnt jetzt ins Hauptmenü gehen und hier die Zeit in Einstellungen einstellen. Das funktioniert. Das könnt ihr jetzt machen. Und da gibt es gleich 50 oder 30 oder so Belohnungen. Ich kann es euch dann gleich mal noch zeigen. Das mache ich am besten gleich dann noch, ne? Dann ist der Part hier vollkommen. So, und zu guter Letzt noch das UFO. Das schwarze UFO hat echt was, ne? So, dann würde ich sagen, lassen wir mal die Villa, weil ich die einfach mag. Und okay. Gehen wir zwingen, ne? Und ich würde sagen, wir gehen dann noch kurz ins Hauptmenü. Dann zeige ich euch das noch kurz, welche Villen ihr über diese täglichen Geschenke kriegt. Wobei ich euch da eine kleine Spoilerwarnung aussprechen muss. Weil. Ja, da seht ihr Sachen, die man alle freischalten kann, wenn man sich täglich anmeldet. Und wenn ihr wirklich noch nichts zwei Zeit und nicht alle habt, dann könnt ihr es eventuell spoilern. Mir ist nie aufgefallen, das Fenster hier raushängt, ne? Das ist ja voll geil. Aber gut. Ich gehe ins Hauptmenü und zeige euch das alles mal. Aber derweil sage ich euch schon mal hier im Menü, hier im Ding schon mal tschüss. Weil es ist so Tradition. Aber wir gehen trotzdem ins Hauptmenü. Und da sieht man das nämlich ganz gut. Da kann man sehen. Die spaßigen Posen, ja, die auch. Da kann man sehen. Let's go, lade Schneelabide. Die täglichen Geschenke. Da gibt es insgesamt so Sachen, okay? UFO, Geisterhaus, Baumhaus, ja genau. Es gibt insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 18, 19, 30, 30 gibt's, okay. Okay, gibt 30 Sachen, ich dachte 50, aber es gibt 30. Und dann habt ihr irgendwann das hier und dann könnt ihr nicht mehr, braucht ihr nicht mehr täglich spielen. Aber er sagt sogar, du hast täglich ein Geschenk erhalten, danke fürs eifrige Spielen. Ja, gerne doch. Ich würde sagen, meine Facecam tue ich für den nächsten Part wieder in die richtige Stelle. Muss nur kurz schauen, dass ich das erkenne. Muss mal kurz das hier drücken, weil sonst ist der Hintergrund nicht dunkel genug, um ich das sehe. So passt es, oder? Nein, so nicht. Ein Pixel noch runter. Sowas immer, ne? Sowas immer. Gut, dann würde ich sagen, war es das hier von der Folge von Switch Convocation. Ich hoffe, es gefallen. War ein bisschen länger. Aber wir sehen uns das nächste Mal wieder. Das war's schon. Ciao. Euer Zigerfreak. Auf Wiedersehen. Tschüss.